Fahrzeuge nach Baujahr eingeteilt sind, gestaffelt. Und es gibt natürlich in der Regel den ersten, zweiten und dritten Preis. Dann wird es von der Veranstaltung einen Gesamtsieger geben. Und natürlich auch das beste Damenteam. Newcomer, die zum ersten Mal an unserer Veranstaltung teilnehmen, bekommen einen Sonderpokal gestiftet, das älteste Fahrzeug. Und dann haben wir heute noch die besondere Freude, Teilnehmer zu ehren, die schon mehr als 10-mal bei der ACV Classic dabei waren. Der Pokal für das schönste Auto wird wie alle Jahre von der DEVK gespendet. Und dazu haben wir uns eine Jury ausgewählt. Und alte Hasen oder Häsinnen, die wir haben. Ich darf als erstes die Bettina Hilker von der Genobank auf die Bühne bitten. Und Platz zu nehmen und sich gleich die Autos anzuschauen. Dann Rille kennt ihr hier in Steele, pensionierte Straßenverkehrsamtmitarbeiterin Conny Linnemann, und bitte Platz nehmen. So, dann ja eine Stimme oder der immer ein gutes Wort über Steele geschrieben und gesprochen hat, und heute macht er meinen Kurier, und ich begrüße ganz herzlich den Detlef Levöhn. So, und dann habe ich natürlich aus der Politik unseren aktiven und aktuellen Bezirksbürgermeister Frank Stienecker auch hier ein herzliches Willkommen. Viel Spaß, und ich gebe dann das Wort an den präsentierenden Christoph Etzbach. Ich denke mal, wir werden eine Menge Spaß haben. Christoph, ich wünsche viel Vergnügen und lass jung. Ja, vielen Dank. Er hat mich jetzt schon zum Präsi hier aufsteigen lassen. Wusste ich noch nicht, nehme ich gerne an. Also, erstmal schönen guten Abend, Essen Steele. Ja, kommt langsam, ne? So. Guten Abend, Essen Steele. Ja, also. Herzlich willkommen zur 34. ACV Classics. Jetzt machen wir gleich eine Oldtimer-Parade. Der Herr hier vorne in Schwarz, das ist der Franz Brandt. Und der ist der Organisator dieser ganzen Classic-Ausfahrt, schon seit vielen, vielen Jahren. Und ohne das ganze Team, was da drumherum ist, wäre so eine Veranstaltung, die insgesamt über 200 Kilometer am heutigen Tag war, überhaupt nicht möglich. Mit den ganzen Wertungsprüfungen, den ganzen Sonderstationen, wo die Classic-Fahrzeuge sich ihre Stempel abholen müssen, das ist überhaupt nicht möglich. Also an die Orga nochmal einen ganz fetten Applaus erstmal vorab.